So, da sind wir wieder bei unserem dynamischen Duo und Resident Evil Zero. Ich habe beim letzten Mal noch ein bisschen mein Zeug rearrangiert hier, wenn man so will. Und damit haben wir jetzt hier ein paar Heilmöglichkeiten. Und ich habe vor allem auch mit... Das war die falsche Taste. Nein, es war die richtige Taste. Ich bin total verwirrt. Ist es immer wieder das Gleiche. Ich habe jetzt auch mit Billy nochmal die Granaten abgeholt, die wir noch in dem, wie hieß der denn, in dem Klappenraum oder wie auch immer er hieß, noch liegen hatten. Also in der Werkshalle halt. Und jetzt bin ich wieder bei Billy. Und damit wollen wir uns dann mal unten ein bisschen umschauen. Ich habe gerade festgestellt, ist hier drüben eine Tür. Achso, das ist die Tür hier, alles klar. Genau, damit wollen wir uns noch ein bisschen umschauen, denn wir haben ja beim letzten Mal noch kurz vor Schluss diesen Griff erobert, ergattert, wie auch immer. Und ich schätze mal, dass dieses Ding, nein, ja. Du kannst schon mitkommen. Ja. Du sollst bloß hier drauf kommen, noch mit. So, jetzt sollte das passen. Ich schätze mal, dass dieser Griff, dieses Ventil, dass das in das rechteckige Loch an der einen Tür hineingehen wird. Immer schön, wie sie in löffelchen Positionen auf dem Aufzug da hocken. So, dann wollen wir uns das Ganze auch mal anschauen. Denn... ich glaube, das ist auch die einzige Abteilung, wo wir hin können. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich noch? Genau, hier haben wir jetzt noch zwei Rot-Grün-Mischungen. Billy trägt auch eine bei sich. Hier sind noch die Molotow-Cocktails. Ich verzichte jetzt mal drauf, das Zeug mitzunehmen, denn wir sind schon relativ voll. Ich hatte es ja gerade schon mal gezeigt. Rebecca wird gleich noch, hoffentlich zumindest, das Ventil verlieren. Und ansonsten haben wir bei Billy noch einen freien Raum und ich denke, das sollte so passen. Billy ist ja auch ganz gut granatentechnisch ausgestattet. Von daher mache ich mir jetzt eigentlich... vorerst keine Sorgen um irgendwelche Gegner. Wir sollten so eigentlich ganz gut ausgestattet sein. Okay, dann wollen wir mal schauen. Hier sollte jetzt hoffentlich kein Glibbermann mehr ankommen. Diese Tür, meine ich, die sollte, nehme ich mal so an, mit dem Ventil zu öffnen sein. Schauen wir mal. Ich sehe schon, es scheint mal wieder irgendwie Probleme zu geben mit diesem Räumchen. Ich weiß gar nicht wieso. Jawohl, läuft. Selbst Rebecca ist stark genug, hier umzudrehen. Schön. Damit hätten wir das. Ist hier irgendwie so ein Nebel oder sowas? Naja, egal. Schauen wir uns mal kurz das Ganze auf der Karte an, was uns hier erwartet. Wir haben also einen verwinkelten Raum, an dem es eine Leiter gibt, die uns zu einer Sackgasse nach oben führt. Und ansonsten geht es dahinter noch ein bisschen weiter. Okay. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch nichts mehr weiter. Gut, da hinten kommen dann noch ein paar Räume. Das wird wahrscheinlicherweise da drüben die Verbindung mit sein. Ja, ich glaube schon. Da werden wir dann wahrscheinlich noch hinkommen. Und da gibt es einen Aufzug. Und der Aufzug führt uns nach ganz unten ins K9. Okay, schauen wir mal, ob das wirklich so kommt. Wir werden es sehen. War jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu abstrakt gewesen, meine Gedanken und meine Erkenntnisse, um das jetzt mitbekommen zu haben hier im Let's Play, aber egal. Wir schauen mal, wie es hier aussieht. Zombies! Warte, ich muss mal hier rübergehen. Irgendjemand ist umgefallen. Okay, ist es noch jemand da? Das klang nach einem Kopfschuss. Wie sehen die denn aus? Zieht euch doch mal Klamotten an, Leute. Billy? Oh, das war aber knapp jetzt. Moment, ich glaube, Billy hat keine Munition mehr. Kann das sein? Wir tauschen mal ganz kurz. Ja, Billy hat keine Munition mehr. Das war irgendwie fast zu erwarten jetzt gerade. Da hätte ich vielleicht mal dran denken sollen. Hat ja gerade noch ganz gut gepasst, muss ich sagen. Also es hätte jetzt auch sehr, sehr schief gehen können. Nein, nicht kombinieren, sondern es wieder rübergeben. Das hätte jetzt gerade auch sehr, sehr schief gehen können. So, weiter geht's. Was macht Rebecca da? Ich glaube, sie wusste gerade selber nicht, wo sie hinzielt. Ich habe überhaupt nichts gedrückt, dass sie nach unten zielen soll oder so. Naja, egal. Warum springen die hier alle nackt rum? Weiß das jemand? Haben die eine Orgie gefeiert, bevor sie sich verwandelt haben? Ich glaube, ich will es nicht so genau wissen. So, wir werden mal auf jeden Fall... ja, komm, mach mal so. Stehen die nicht nah genug beieinander? Die stehen auch direkt nebeneinander. Die müsste ich doch austauschen können. Ja, jetzt geht's auch.
So, dann gehen wir das Zeug mal hier rüber und damit ist unser gesamter Vorrat an Pistolenmunition wieder komplett aufgebraucht. Es ist Wahnsinn, wie schnell das manchmal geht. Naja, zumindest haben wir jetzt hier freie Bahn. Und Billy geht's ja immer noch gut, der ist immer noch im grünen Bereich. Das waren jetzt schon einige gewesen, hier liegt ja auch noch einer. Oh, ich glaube, der war gar nicht mit auf unserer Liste, oder? Keine Ahnung. Ach, sieh mal an, du Sausack. Weg mit der Rübe, du Arsch. Da hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Aber Rebecca ist noch im grünen Bereich. Kannst du mal sehen. Dieses Geblubber ist immer schön. Dieser Arsch. Ist dort drunter eingeklemmt, aber nimmt sich trotzdem noch die Zeit, uns zu beißen. Ist klar. So, zumindest haben wir wieder ein bisschen Munition. Warum bin ich nicht von alleine auf die Idee gekommen? Aber ich dachte vielleicht, manchmal hat man ja auch Leute, die man untersuchen kann. Wisst ihr, so Leichen, die auch wirklich Leichen sind. Naja, hier halt nicht. Aber er durfte nicht mitspielen mit den anderen bei der Orgie. Deswegen hat er sich jetzt hier auch nicht eingemischt. Was hängt denn hier an der Wand? Der Trennschalter wurde zerstört. Der Strom scheint von einem Reserveaggregat zu kommen. Okay. Ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz oben vorbei, die Leiter nach oben. Ja, denn oben ging's ja bloß im Karree. Also da ist ja eh Sackgasse, da werden wir nicht so viel finden, denke ich mal. Zombie? Ich sehe nichts. Wo ist denn der? Komm erstmal mit, Billy. Wir schauen uns das Ganze erstmal an. Gibt's da irgendwo eine Perspektive, wo man den auch mal sehen kann? Ah! Ich sehe ihn zwar immer noch nicht, aber jetzt. Gut, alles in Ordnung. Schießen einstellen. Billy, kannst die Waffe runternehmen. Jetzt darfst du wieder schießen. 1A. Ist ein super Arbeiten mit dir. Gut, haben wir noch einen zweiten oder? Nö, das scheint es gewesen zu sein. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, grüne Kräuter for the win. Sehr schön. Die schauen wir uns zumindest mal an, wie immer. Damit haben wir die schon mal dann auf dem Radar. Also eine reicht ja. Eine Pflanze. So, hier drüben hat jemand zumindest eine Nachricht. Mehr scheint es hier oben auch nicht zu geben. Hab zumindest nichts anderes gesehen jetzt. Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu solch einer Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer, darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Oh oh. Ich glaube, du hast dich für dich entschieden, oder? You selfish asshole! Okay, ist denn hier drüben wieder irgendwie was mit Chemikalien? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ich gebe sie einfach mal ins Mischset, denn wir haben eh nichts drin. So, kann ja nicht schaden. Also haben wir schon mal die rote Chemikalie drin. Keine Ahnung, ob wir die jemals brauchen werden, aber wenn sie schon mal hier ist, dann kann man sie ja vorsorglich schon mal reintun. Da drüben waren schon wieder solche Trennschalter, aber ich glaube, ganz ehrlich, mit denen müssen wir nicht arbeiten. Gut. Dann muss ich mal nachladen, oder? Ja, muss ich mal. Okay. Kurz rüber mit dem Kram. Ach ja. Große Rearrangements immer hier. Zack. Und damit haben wir es auch. Vielleicht noch zu Rebecca wieder gewechselt. Ja. Gut, und dann schauen wir uns mal die Tür hier drüben an. Nochmal kurz auf die Karte geschaut. Okay, das ist bloß ein simpler Gang. Alles klar. Schauen wir vorbei. Ho! Ho! Ho, ho, ho! Shit! Alter, du hast sie wohl nicht alle. Ey, stecken die hier Hunter direkt hinter die Tür? Seid ihr bescheuert? Ihr müsst doch bescheuert sein. Alter.
Meine Fresse! Hier ist was los! Ja, super, dankeschön. Das sind ein paar Arschlöcher, das gibt's gar nicht. So was Gemeines. Mann. Ja, dann müssen wir das wohl mal zu Rebecca rüberschieben hier. Und ich sollte Billy auch mal wieder neue Munition geben. Nicht kombinieren. Ich bin gut ausgestattet. Ich will das eigentlich zu Billy rüberschieben. Er hat jetzt auch genug Platz, da können wir das auch bei ihm lassen. So, er kann nachladen. Wir wechseln natürlich wieder auf Rebecca zurück. Ich behalte jetzt einfach mal die Pumpgun in der Hand. Mann, das ist ja mies. Stellen die hier Hunter hin? Das ist ja eine übelste Frechheit. Ehrlich mal, vor allen Dingen auch gleich so angriffsbereit, dass die einen sofort überfallen. Man hat überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen eigentlich, wenn man es nicht weiß. Oh, Safe Room. Sehr gut. Können wir uns zumindest mal neu ausstatten hier. So, jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen umräumen wieder. Nein, das machen wir anders. Die Muni kommt komplett zu Rebecca. Denn Billy darf die Granaten noch mit aufsammeln und dann sind wir zumindest granatentechnisch ziemlich gut dabei. Sammel die mal mit ein. Ja, ein Fotorahmen. In der Ecke steht etwas geschrieben. Komm bald wieder nach Hause, Daddy. Wie gemein. Ja, ich will nicht den Fotorahmen anschauen, sondern die Granaten, die quasi unter dem Fotorahmen liegen. Da muss ich wahrscheinlich hier vom Fußende aus ran. Ja. Neue Napalmgranaten. Wunderbar. So, haben wir sonst noch irgendwas? Oh, er sieht aber auch ein bisschen derangiert aus hier drüben. Kann das sein? Der guckt sich schon seit längerem die Radieschen von unten an. Ein netter Spruch. Mensch, Billy, du bist wieder so voller Empathie. Es ist Wahnsinn. Da muss ich gleich mal auf Rebecca wechseln und schauen, ob die was anderes sagt. Nein, sie ist genauso nett dabei. Wir sehen, die Ereignisse hier härten offenbar sehr ab. Gut, man kriegt die kompletten Granaten in den Granatwerfer rein. Das finde ich sehr schön. Finde gut, dass das Ding so ein riesen Magazin hat. Ich werde, glaube ich, aber bei Rebecca bleiben. Gut, hier gibt es auch Farbbänder. Wir können sie ja mal kurz anschauen, damit die auch wieder markiert sind. Lassen sie aber hier, weil nimmt Platz weg und so. So, dann schauen wir mal weiter. Oh, noch mehr Kräuter, noch mehr Kräuter. Und ein Heilspray. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Lassen wir stehen. Und die Kräuter sammeln wir mal ein. Ich schaue noch mal kurz, wie es platztechnisch aussieht. Ja, dann müssen wir mal hier, was weiß ich, stellen wir das mal kurz bei Billy ab. So. Und mixen uns die Kräuter. Dann ist es gar nicht mal so tragisch, dass wir da von den Huntern überrascht wurden. So, wunderbar. Und dann gibt es die Muni vielleicht auch zurück. Wobei, ist eigentlich egal. Können die auch da lassen. Komm, scheißegal. So hat jeder eins frei. Mensch, Pin-Up-Poster hier an der Wand. Wahnsinn. Oh, hier gibt es wieder was zum Lesen, sehe ich gerade. Mehrere Stellen sind blutverschmiert. Das solltest du eigentlich mittlerweile gewohnt sein, Mädchen. Ja, möchtest du nicht die Nachricht lesen? Nachricht? Ja, danke. Info zur Batteriesäure. Was? Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beide müssen von hoher Reinheit sein. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1,280 plus 0, plus minus 0,010 bei 20 Grad haben. Eine Schwere? Was für eine Schwere? Dichte meinst du, oder was? Keine Ahnung. Reinheit der Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Was denn? Keine Verunreinigungen, oder was? Gut, mit der Chemikaliensache müssen wir nochmal schauen. Das wurde ja alles... Ich will mal ganz kurz schauen. Akten 3. Okay, wir können also maximal noch 3 Akten finden eigentlich in diesem Spiel. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Das war, glaube ich, hier irgendwo mit gewesen. Ach Gott, wo war denn das? Ist das hier bei den Richtlinien? Nee. Das ist es nicht.
Ach, das ist bloß blödes Gequatsche. Hinweis für Vorgesetzte vielleicht? Nee, ach Gott, das ist ja noch viel weiter davon. Ich glaube, wir müssen in Akten 2 reingehen. Oh, wo ist denn das? Info zum Stromregler, Tagebuch des Vizeleiters, das Hinweis für alle Mitarbeiter. Vielleicht ist es ja auch gleich das hier. Nein. Das war was anderes. Gute Frage. Wo finden wir denn das? Ach hier, Chemikalien. So, rot und blau ist die Schwefelsäure. Grün plus rot ist Verdünner. Also müssen wir noch was Blaues finden, um die Schwefelsäure zu kriegen. Das ist in Ordnung. Hier war jetzt aber nichts, ne? Nee. Aber vielleicht kann man hier am Wasserhahn nur mal schon mal schauen. Wir brauchen ja dann irgendwie Wasser. Wobei, wir sollen ja möglichst rein das Zeug finden. Also müssten wir ja eigentlich irgendwo destilliertes Wasser finden. Beziehungsweise eigentlich deioniertes Wasser. Deionisiertes, so heißt es. Deionat. Unterschied ist, in destilliertem Wasser kriegt man nicht alle Unreinheiten raus. Deionat ist dann schon ein Stück reiner noch. Das wird über... wie heißt denn der Scheiß? Ionenaustauscher wird das gemacht. So, gehen wir einfach mal weiter. Mal sehen, wann wir das überhaupt brauchen. Wir wissen ja, wo wir die Batterie benutzen müssen. Das hatten wir ja schon mal gesehen. An diesem Gabelstapler in der Nähe von dem Fundort von Billy. Oh, hier gibt es ja mal wieder lustige Viecher auf dem Boden. Die machen wir gleich mal platt. Noch mehr zum Zertreten. Noch mehr Tretminen hier. Ja, immer schön drüber. Jawohl. Mach sie nieder, die Schweine. Komm hier, alle weg. Jawohl, schön. Gut, ansonsten sehe ich jetzt hier nicht so viel. Kann man denn hier draufklettern? Nein. Die Kanalisation fließt über. Irgendwie ist das seltsam anzusehen. Okay, aber wir können ja nicht hoch, ne? Nein, das interessiert offenbar niemanden hier. Gut, nochmal kurz einen Blick auf die Karte, nur dass ich sicher sein kann. Ja, okay. Scheint so zu passen. Dann weiter. Kein Problem damit, gehen wir einfach weiter. Hier gibt es ziemlich viele nutzlose Räume und Verbindungsgänge, muss ich mal so feststellen. Also es sieht zwar... Oh, wir sind wieder sehr langsam dabei. Es sieht zwar sehr groß aus, aber am Ende sind es dann doch relativ viele sinnlose Räume. Auch hier wieder. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? K7. Ah ja, stimmt. Das hatten wir ja festgestellt. Genau. So. Oh Mensch, ist das langsam. Müsst ihr so viel Wasser hier einsetzen? So viel fließendes?